schon Fuß und dann kannst du auf die Fresse hauen, ne? So. Da sind unsere ersten beiden Gäste, Manny Capristo und der Peter Maifer. Er ist Transylvane mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern. Sie ist ein Teil von Monroes. Jetzt machen sie gemeinsame Sache bei Tabaluga. Hier sind sie beide, Manny Capristo, Peter Maifer. Hallo Peter. Hallo. Bitte melde dich gerne in die Mitte. Ne? Oh, ein Sandwich, hätte ich jetzt fast gesagt. Entschuldigung, ich muss die Zeit irgendwie überbrücken, weil ihr so. Sorry, aber man muss dazu sagen, er ist viel galanter als ich. Ihr habt ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis. Ich habe euch eben hinten in der Garderobe schon kurz begrüßt. Ja. Da hast du ihm seine Jacke abgenommen, hast sie in die Ecke gelegt. Er hat gesagt, es wäre schön, wenn du als Dame zuerst genannt wirst. Ihr habt schon ein sehr entspanntes Verhältnis zueinander und ein sehr höfliches. Ja, also gehört sich das doch, oder? Nicht so wie ich. Nee. Nee, Entschuldigung vielmals. Nee. Vielleicht für viele Zuschauer den Tabaluga, ich glaube, jeder kennt den Namen, aber wenige haben so vielleicht einen hundertprozentigen Bezug dazu und können da komplett was mit anfangen. In wenigen Worten von dir, Peter, was ist Tabaluga, was ihr jetzt gerade zusammen macht und was du vor, ich glaube, mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen hast? Die Antwort ist, es ist eine Märchenfigur. Es ist ein kleiner grüner Drache. Ähnlich wie ein kleiner Junge, der durchs Leben geht, seine Erfahrungen sammelt und das passiert Tabaluga. Wie muss man sich das vorstellen? Klingelt dann irgendwann dein Telefon, da ist einer dran und sagt, hallo, hier ist der Peter Maifer und der sagt, ja, verarschen kann ich mir alleine und man legt wieder auf? Oder wie funktioniert sowas? Fast. Also ich war im Studio gerade eben für meine Platte und dann hat meine Managerin mich rausgeholt und hat gesagt, so schau mal, Peter Keller, der bei Monroes mitproduziert hat und bei Peter in der Band spielt, hat gefragt, ob du Lust hättest, mit Peter zusammenzuarbeiten. Da habe ich gesagt, okay, um was geht's? Um Tabaluga, die Lilly wird gesucht. Und dann habe ich den Song angehört, bin nach Tutzingen gefahren, habe Peter kennengelernt und so ist es zustande gekommen. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja auch schon einiges erlebt in deinem Leben. Ist man da noch aufgeregt, wenn man weiß, man trifft jetzt auf Peter Maifer? Ja, absolut. Also ich war schon sehr nervös und ich wurde auch immer leiser, dass meine Managerin dann auch gesagt hat, jetzt sag halt mal was. Aber ist das dann so, ich gehe auf Klo, ich komme mit? Nee. Was wäre jetzt? Nee, ich war einfach so ein bisschen Situation. Was ist denn hier los? Entschuldigung. Ich war einfach ein bisschen gespannt. Ich war einfach gespannt, ich wusste jetzt auch nicht so viel über Peter und so wird es funktionieren. Und ich glaube, wenn man so lange unterwegs ist und man dann irgendwie nicht irgendwie sich versteht, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Base irgendwie. Zeit ist ein bisschen der Übergriff, den man diesmal gewählt hat. Die Zeit hält nur einen treuen Mann. Ist ja auch ein Video, was dazu gedreht habe, auch ein Song, den man in dem ganzen Tabaluga dann sehen kann in dem Stück. Und wir hören mal kurz rein und schauen mal kurz rein ins Video. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt keine Luft gekriegt beim Dreh. Das finde ich beängstigend. Es war Kunstschnee und alle um uns herum hatten Masken auf. Und wir beide dann Fühlt man sich da ein bisschen verarscht vom Management? Das wäre kein schönes Ende gewesen, ne, beim Tabaluga-Videodreh zu sterben. Das wäre nicht im Sinne von Tabaluga. Absolut nicht. Wie ist es denn bei euch beiden? Ihr arbeitet jetzt zusammen, ihr habt einen Altersunterschied von knapp 40 Jahren, der da dazwischen liegt. Lernt man da gegenseitig voneinander ein bisschen, so wie wir beide voneinander lernen? Ich bin ja auch ein bisschen älter als er. Ja, was lernt ihr denn so? Machen uns gegenseitig dümmer. Ja. Neutralisieren uns und erzählen uns Schwachsinn. Ja, Minus und Minus ergibt Plus und das funktioniert bei uns ganz gut. Ja. Wie ist es bei euch beiden? Gibt es wirklich so Sachen, wo du sagst, da kann ich noch eine Menge von Peter lernen oder wo du sogar sagst, da habe ich was von Mandy dazu gelernt? Absolut, also von meiner Seite, ich finde immer wieder was, wo ich mir abschauen kann und denke, ah, okay, das habe ich so jetzt bisher auch noch nicht gesehen. Es ist auch natürlich irgendwie, man kommt doch irgendwie in eine andere Welt rein, was sehr interessant ist, weil du andere Leute kennenlernst, ein anderes Publikum und da schaust du, also ich habe mir jetzt schon ein paar Sachen abgeschaut, wo ich gedacht habe, okay, gut, sehr gut. Peter, du? Ja, ich finde es natürlich sehr charmant, in so einer Begleitung einige Wochen unterwegs zu sein. Aha. Ja. Kannst du jetzt mal kurz aufhören? Bitte. Mir gefällt. Ja. Darf ich jetzt was sagen? Ja. Entschuldigung, kein Stress bitte, no hard feelings. Okay. Ich finde, wie Mandy mit dem Publikum umgeht, wie sie eigentlich sehr präzise weiß, was sie macht, das ist etwas, was ich, als ich so jung war wie sie, das hatte ich so nicht drauf und ich finde das immer wieder faszinierend, mit welcher Souveränität sie mit Situationen umgeht. Wir haben heute Nachmittag zum Beispiel eine Autogrammstunde und das ist spannend, weil es ist ihr Publikum, es ist mein Publikum. Wie die das mal so aufnehmen. Wie gehen die aufeinander zu, wie nehmen die sich wahr, wie beobachten sie sich gegenseitig.
Und es ist eine sehr, wie soll ich sagen, gut gelaunte Reise, die wir bis jetzt hinter uns haben. Ich denke, das wird auch so bleiben. Das war auch wichtig, das herauszufinden, weil wir bis nächstes Jahr, wenn du so willst, Dezember nächsten Jahres unterwegs sein werden. Es macht ja auch viel mehr Spaß irgendwie, wenn man Spaß hat. Absolut, ja. Also, das würden wir auch gerne voneinander behaupten. Wie viel Schweiger, der gesagt hat, ihr müsst an das glauben. Woran glauben Sie? Ich glaube. Nee, aber wenn du so einen 15-Stunden-Tag oder so hast und dann jeder irgendwie so, oh, und dann aber zwischendrin irgendwie mal einen Moment hast, wo du einfach irgendeinen Scheiß quatscht. So. Absolut. Aber lass uns kurz die gute Laune konservieren und vielleicht ganz kurz ein ernstes Thema anschneiden. Oh. Du hast zusammengearbeitet mit Sido und Bushido und kurz vor der Sendung kam eine Meldung rein in sämtlichen Online-Diensten, wo es hieß, ihr habt die Zusammenarbeit beendet. Was ist da vorgefallen? Ich meine, man hat sich eh gewundert, als ihr zusammengearbeitet habt, aber dass man jetzt da so schnell auch ein Ende zieht, würde ich mehr interessieren, was du dazu zu sagen hast. Es ist ganz einfach so, dass sein Standpunkt und meiner nicht kompatibel sind. Ich respektiere, was er musikalisch macht. Das ist für mich einwandfrei. Ich habe mit Texten, die gewaltverherrlichend sind oder die diskriminierend sind, ein absolutes Problem. Das ist nicht mein Ding. Wir werden morgen mit Udo zusammen in Jena ein Konzert spielen, Rock gegen Rechts. Man kann das eine nicht machen und das andere zulassen. Bushido kann natürlich machen, was er will. Aber ich bin es mir schuldig, meinen Fans, und ich bin es auch meinen Freunden schuldig, dass ich meine Position klar beziehe. Und die bedeutet ganz einfach keine Gewalt, keine Diskriminierung. Ich habe ihn gebeten, sich darüber Gedanken zu machen und unter der Prämisse, dass er das in Zukunft lässt, was er ja zugesagt hat. Beziehungsweise er hat ja klipp und klar gesagt, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, das war ein Fehler. Ich hätte mir gesagt, ich mache das in Zukunft mehr wieder und ich nehme diese Sachen vom Markt und dann ist gut. Dann hätten wir beide wahrscheinlich eine tolle Chance gehabt, einen guten Impuls zu geben. Er hat viele Fans, viele, die ihm zuhören und ihn cool finden, er ist ein interessanter Mensch, gar keine Frage. Er hätte seine Energie einbringen können in eben eine gute Richtung. Und das ist leider nicht passiert, aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht kommentieren. Aber ich musste dann einfach sagen, sorry, aber so kann ich da nicht weitermachen und bin dann eben heute ausgestiegen. Das kann man, glaube ich, 1:1 so stehen lassen, da muss man gar nicht mehr viel nachfragen und dazu sagen. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg für das, was ihr macht, dass das gut läuft, auch mit Udo gegen Rechts, auch hervorragend. Und wenn ihr immer hier wiederkommen möchtet, hier Tabaluga performen wollt, ja, herzlich eingeladen. Dankeschön. Und jetzt, ne, jetzt können wir mal kurz mal sitzen bleiben. Ne? Ja, komm jetzt. Wenn wir kurz mal sitzen bleiben, ich möchte auch noch einen weiteren Rapper präsentieren, falls du auf der Suche bist jetzt, ja? Also, da gibt es jemanden, vielleicht den mal anquatschen. Hier ist Crow. Oh. Kannst du noch? Ja, sehr schön. Da hatte sie gerade ein bisschen Bock auf Bunga Bunga, glaube ich. Ich glaube auch, ne? Ernste Themen gehören zur Welt dazu, aber was auch zur Welt dazu gehört, ne? Peter, auch du hast bewegte Jahresrock geholt, ist hinter dir. Bunga Bunga, ja? Ist auch ein Riesenthema, meine Damen und Herren. Was ist denn los mit dir heute, sag mal? Bist du restalkoholisiert oder so? Also, ich bin gut drauf, lass ja, mich mal. Meine Güte. Spaß, ne? Ja, ganz Spaß. Also hier, Bunga Bunga Teil 2. Danke, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Ja.